Gebt mir Gehirn, gebt mir 245 Trioxin, gebt mir geile Punkmucke und nicht totzukriegende Untote. 1985, da kam ein Film in die Kinos, der das Zombie-Genre mehr oder weniger revolutionierte. Und er ist zu Recht ein absoluter Kultfilm. Er warf alte Regeln über Bord und er machte sein ganz eigenes Ding. Die Zeiten der schlurfenden Zombies, die war auf einmal vorbei. Und jetzt hieß es Tempo, Tempo, Tempo. Und verdammt nochmal, wegrennen, das ist ja wirklich das Einzige, das du machen kannst. Kopfschuss? Vergiss es. Zerstückeln? Mm-mm. Diese Horrorkomödie, die ist irgendwie extrem fatalistisch, gleichzeitig aber ein absoluter Partyknaller. Und nebenbei noch der Cousin dritten Grades der Romero-Filme. Herzlich willkommen zu Return of the Living Dead. So, meine lieben Freunde, für die heutige Filmbesprechung habe ich mir einen absoluten Knaller aus den 80ern rausgesucht. Und wir zerlegen dann Stück für Stück dieses wahnsinnige Werk, das übrigens 4 weitere Fortsetzungen bekam. Wir schauen uns die Entstehungsgeschichte an, die Releases, ich erzähle euch dann, was im Film so passiert. Und anschließend gibt's dann meine Analyse und meine Gedanken zu diesem herrlich verrückten, bösen Partyknaller, der mich damals als 10-Jährigen übelst verstört hat. Aber zu Recht. 1968, da war die Geburtsstunde des modernen Zombiefilms. George A. Romero inszenierte seinen legendären Night of the Living Dead. Der schaffte es übrigens auch in die Filmsammlung des Museum of Modern Art und er gilt als erhaltenswertes Kulturgut. Das Drehbuch verfasste Romero gemeinsam mit einem John Russo. Nachdem sich dann die beiden im Anschluss trennten, da behielt dann Russo die Rechte für alle Titel mit Living Dead darin. Und Romero, der durfte dann unabhängig davon machen, was er wollte. Beide schrieben dann unabhängig voneinander Fortsetzungen zu Night of the Living Dead. Bei Romero wurde es dann der legendäre Dawn of the Dead. Und Russos Drehbuch wurde dann irgendwann von einem Produzenten namens Tom Fox aufgekauft. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in den 80ern. Die Welle an Horror und im speziellen Zombie-Filmen erreichte einen Höhepunkt. Tom Fox holte dann den legendären Dan O'Bannon mit ins Boot. Der hatte schon mit John Carpenter gearbeitet, schrieb das Drehbuch zu Ridley Scotts Alien und er war auch am Skript zu Total Recall mit Arnold Schwarzenegger beteiligt. Also schon eine ganz, ganz große Nummer, der Mann. Er sollte dann Russos Drehbuch nochmal ordentlich überarbeiten. O'Bannon baute dann deutlich mehr Humor ein, was jetzt auch mehr zum Zeitgeist der 80er passte, nachdem jetzt in den 70ern eher ein Haufen ernster Werke entstanden. Außerdem wollte man diesen Film sogar ursprünglich in 3D ins Kino bringen. Im finalen Drehbuch, da wurden dann die Regeln des bekannten Zombie Films wirklich auf den Kopf gestellt. Es sollten jetzt nicht mehr einfach nur Kreaturen sein, die einem puren Instinkt folgen und nur auf Menschenfleisch aus sind. Diese Wesen sollten ein Stück weit die Erinnerungen an ihr früheres Leben behalten, ebenso auch ihre motorischen Fähigkeiten. Und dass jetzt der Tod eben nicht endgültig ist, sondern dass die Toten im Grunde spüren können, wie sie in der Erde verrotten. Weitere sehr essentielle Änderungen. Die Zerstörung des Gehirns. Die reicht nun nicht mehr aus, um die Zombies auszuschalten, sondern diese Wiedererweckung, die zieht sich jetzt im Grunde durch jede Faser des Körpers. Hackt man so einem Viech jetzt zum Beispiel den Arm ab, dann verfolgt dich der Arm. Hackt man ihm einen Fuß ab, verfolgt sich der Fuß. Ebenfalls wurden dann Referenzen an den originalen Night of the Living Dead mit eingebaut. Dessen Ereignisse wurden hier dann in diesem Film aber ein bisschen anders wiedergegeben. Es war jetzt hier keine kosmische Strahlung oder ähnliches, das die Toten zum Leben erweckte, sondern eine Chemikalie namens 245-Trioxin, entwickelt von der Darrow Chemical Company. Und das war übrigens eine Anspielung auf die Dow Chemical Company. Diese hat in den 60ern Agent Orange mitentwickelt, auch bekannt unter dem wissenschaftlichen Namen 245-T-Dioxin, das vor allem im Vietnamkrieg zum Einsatz kam. So gesehen kann man diesen Film tatsächlich irgendwo neben Dawn of the Dead als weitere inoffizielle Fortsetzung zu Night of the Living Dead sehen, wenn man so möchte. Als ursprünglichen Regisseur wollte man Toby Hooper, den Schöpfer von Texas Chainsaw Massacre. Die Produktionsfirma Hamdale Film Corporation hatte jedoch Schwierigkeiten, Geld aufzutreiben. Somit verzögerte sich dann der Produktionsstart und Hooper konnte das Ganze jetzt nicht mehr machen, weil er nun zwischenzeitlich für Canon Life Force inszenierte. Und das war jetzt nun die Chance für O'Bannon, der Life Force übrigens mitgeschrieben hatte, selbst Regie zu führen. Und es war jetzt sein allererster Langfilm. Danach inszenierte er selbst noch den recht sehenswerten The Resurrected. Als Schauspieler verpflichtete man den aus Nightmare on Elm Street 2 bekannten Clue Gallagher als Burt Wilson. Übrigens wollte man ursprünglich Leslie Nielsen für die Rolle, aber der wollte wohl zu viel Geld. Ich frag mich echt, wie hätte der Film gewirkt, wenn wir hier auf einmal Frank Drebin gesehen hätten? Aber
Ich finde, Gallagher ist eine sehr gute Wahl. James Caron, den wir aus Poltergeist kennen, spielt hier im Film Frank Johnson und Don Calfer ist Ernie Kaltenbrunner. Seine Figur, die war auch übrigens irgendwo als geflohener Nazi angelegt. Zum einen haben wir hier seinen Nachnamen, eben Kaltenbrunner. Als er eingeführt wird, sehen wir dann, wie er auf seinem Walkman das deutsche Soldatenlied Panzer rollen vor Afrika vorhört und seine Waffe ist eine Luger. Also wie offensichtlich darf es noch sein? Des Weiteren haben wir hier noch Tom Matthews als Freddy Hanscom, also Tommy Jarvis aus Freitag der 13. Teil 6. Dann dürfen wir natürlich nicht Linnea Quigley vergessen als Punkbraut Trash, die hier in diesem Film einen unvergesslichen Striptease auf dem Friedhof gibt. Und natürlich noch ein paar weitere Gesichter, die man hier und da schon gesehen hat. Mark Venturini zum Beispiel, der spielt den Oberpunk Suicide, Miguel A. Nunes Jr. ist hier als Spider mit dabei und beide, die sahen wir auch schon im Freitag der 13. Teil 5. Neben vielen weiteren tollen Darstellern möchte ich hier der Vollständigkeit halber noch den Tarman-Zombie erwähnen, welcher hier von einem Alan Troutman dargestellt wurde. Der Film spielt in Louisville in Kentucky. Die Dreharbeiten fanden aber in Burbank, in Selma und in Los Angeles statt. Es wurde an realen Orten gedreht, aber auch ein paar herrliche Außensets gebaut. Zum Beispiel eben dieser ikonische Friedhof. Und hier in diesem Friedhof, da sehen wir dann auch zum Beispiel den ikonischen Striptease von Trash. Ein kleiner Funfact hierzu. Linnea Quigley war untenrum jetzt nicht rasiert, wie jetzt damals noch üblich. Als das dann aber einer der Produzenten sah, da tickte der völlig aus. Hey, das geht nicht, sowas können wir nicht zeigen und das ist anstößig. Also schickt der Regisseur O'Bannon dann Quigley in die Garderobe, damit sie sich untenrum rasiert. Bei der nächsten Szene, da flippte der Produzent jetzt wieder aus, weil man nun eben alles sah. Also wurde dann für Linnea extra so eine Schale angefertigt, die sie sich dann untenrum anstecken konnte, eben um den Intimbereich zu verstecken. Jetzt sah sie dann aber eher aus wie irgend so eine Barbie-Puppe mit roten Haaren, weil keine Genitalien. Bei späteren Interviews, da scherzte Linnea dann immer, dass ihrer Vagina noch nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, wie bei den Dreharbeiten zu dieser Szene. Ihre Performance auf dem Grab wurde dann übrigens 2018 von der Website allhorror.com auf Platz 5 der heißesten Horror-Tanzeinlagen aller Zeiten gekürt. Beim Design der Zombies ließ man sich von mexikanischen Mumien inspirieren oder auch von den Moorleichen von Wales, sowie jetzt von Illustrationen der EC Comics, speziell hier Tales from the Crypt. So, wir haben nun also ein freches, spaßiges und doch ziemlich düsteres Drehbuch. Wir haben geile Locations, wir haben eklige Zombies, wir haben geile Darsteller. Was fehlt also noch? Richtig, ein fetziger, rotziger Sound. Der echt gute und passende Score wurde hier von einem Matt Clifford komponiert. Und das Ganze, das wurde dann eben ergänzt durch einen Haufen richtig geiler Punk-, Rock- und Darkwave-Tracks. Zum Beispiel von 45 Grave, TSOL, den Flash Eaters oder SSQ. Der Film wanderte dann anschließend in den Schnitt und war dann irgendwann bereit für die Veröffentlichung. Den Vertrieb für den Film übernahm Orion Pictures, die auch schon Terminator 1 und Robocop ins Kino gebracht hatten. Ursprünglich sollte er ab September 1985 starten, doch vorige Testvorführungen waren so positiv, dass Orion Pictures den Kinostart sogar auf den 16. August 1985 vorzog. Übrigens startete gerade mal 6 Wochen vorher George Romeros Day of the Dead. Man kann so gesehen also fast schon sagen, dass die Filme zeitgleich produziert wurden. Return of the Living Dead hatte ein Budget von etwa 3 bis 4 Millionen Dollar. Eine Laufzeit von 91 Minuten und er spielte jetzt in den Staaten 14,2 Millionen Dollar ein. Weltweite Zahlen habe ich jetzt leider keine gefunden. Er war also durchaus ein kleiner Erfolg und die Kritiken, die fielen tatsächlich überwiegend positiv aus. Der allgemeine Konsens lautete, Return of the Living Dead ist eine Punk-Version des Zombie-Genres und initiiert dem Fleischfresserfilm eine gesunde Dosis Albernheit der 80er Jahre. Bei uns startete der Film erst am 20. März 1986 und zwar nur gekürzt mit einer 18er Freigabe in den Kinos. Also einige Gewaltspitzen mussten in dieser Fassung weichen. Und Titel bei uns war Verdammt, die Zombies kommen. Im Oktober 86 kam dann die VHS von VPS Video heraus, die wahrscheinlich identisch gekürzt war wie die Kinofassung. Im Dezember 1986 erfolgte dann auch die Indizierung des Films, wie damals eben üblich. In den folgenden Jahren, da gab es dann mehrere ungekürzte Bootleg VHS, dann später Bootleg DVDs, auch eine noch weiter verschnibbelte 16er Fassung schaffte es auf DVD und am 30. März 2004 veröffentlichte MGM erstmals den Film dann offiziell ungeschnitten bei uns mit einer Spio-JK-Freigabe. Die fehlenden deutschen Dialogpassagen, die wurden dabei untertitelt. Die Indizierung des Films wurde dann schließlich im September 2011 aufgehoben. Der Film wurde neu geprüft und er ist seither dann ungekürzt mit einer 16er-Freigabe zu haben.
Und ich finde, das wurde auch verdammt nochmal Zeit, weil so wirklich grafisch ist dieser Film gar nicht. Wenn ihr dieses Video bis jetzt amüsant und lohnenswert findet, dann gebt dem Ganzen doch bitte ein dickes Like. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, auch gerne nachholen. Und dafür sage ich schon mal allerherzlichsten Dank. Machen wir nun weiter mit der Handlung. Der Film startet mit einer Texteinblendung. Die Geschehnisse dieses Films sind wahr. Die Orte sind auch die tatsächlichen Orte und alle Namen sind auch die tatsächlichen Namen aller Beteiligten. Es ist der 3. Juli 1984. Freddy fängt seine Arbeit bei Unida Medical Supply an. Der dortige Vorarbeiter Frank macht ihn mit allem vertraut und erzählt ihm dann auch später die Geschichte der grausigsten Sache, die er dort jemals erlebt hatte. Er erklärt Freddy, dass die Geschehnisse aus dem Film Night of the Living Dead tatsächlich passiert sind, aber dass die Filmmacher angewiesen waren, gewisse Tatsachen umzudichten. In Wirklichkeit wurde wohl ein Gas auf Marihuana-Basis entwickelt, ganz wichtig, das die Toten wieder zum Leben erwecken kann. Das allseits bekannte 2,4,5-Trioxin. Es kam zu einem Zwischenfall, man konnte aber die Toten wieder einsammeln, sperrte sie in Fässer und eins dieser Fässer landete eben zufällig bei der Unida und es sei der dort im Keller. Frank zeigt Freddy dann dieses Fass. Klopft mal kurz dagegen, das Ding war aber wohl nicht mehr ganz dicht und giftiges Gas tritt aus und Frank und Freddy werden bewusstlos. Parallel sehen wir dann, wie Tina und weitere von Freddys Freunden die Zeit bis zu seinem Feierabend überbrücken wollen und auf dem naheliegenden Friedhof eine ordentliche Party mit Alk, Dope und einem 1A-Striptease von Trash veranstalten. Frank und Freddy kommen dann irgendwann zu sich und sie stellen fest, dass eine Leiche, die im Kühlraum war, durch diese Gase wieder zum Leben erweckt wurde. Sie rufen den Chef Bert an. Er kommt und sie wollen erstmal traditionsgemäß das Hirn zerstören, was aber eben nicht klappt. Bert hat jetzt die Idee, rüber zur Leichenhalle zu gehen. Da arbeitet Ernie Kaltenbrunner. Er hat eine Verbrennungsanlage und dort könnte man dann diese Kreatur verbrennen. Gesagt, getan. Doch das Grauen, das beginnt jetzt erst recht. Der aufsteigende Rauch vermischt sich nämlich mit dem Regen und auf einmal regnet es nun 2,4,5-Trioxin auf den Friedhof. Und das sorgt dann dafür, dass sich die Toten aus ihren Gräbern erheben. Freddys Freunde müssen abhauen. Tina flüchtet ins Unida-Gebäude. Trash wird gefressen. Und nach finden sich dann alle ebenfalls im Leichenschauhaus bei Kaltenbrunner ein. Freddy und Frank, denen geht es immer schlechter. Sanitäter, die gerufen wurden, stellen dann nur noch fest, dass sie wohl tot sind, aber trotzdem noch leben, was ja gar nicht sein kann. Die Sanitäter, die werden dann später noch gefressen und Ernie kann eine halbe Zombiefrau einfangen. Sie wird befragt und die erklärt ihnen, dass sie nur die Gehirne essen, also nicht den ganzen Körper, weil es den Schmerz, dass man tot ist, lindert. Frank fasst dann irgendwann den Entschluss, sich selbst zu verbrennen, weil er nicht als lebender Toter umherwandeln will. Freddy selbst wird aber zur Bestie und er jagt dann seiner Freundin Tina hinterher, die sich dann irgendwann mit Ernie im Dachboden verschanzt. Bert schafft es mit ein paar anderen wieder zurück ins Warenhaus, runter in den Keller, in dem wir vorher schon den Tarman-Zombie bewundern durften. Er ruft zuerst die Polizei an, doch die wurden von den Zombies überrannt. Dann wählt er die Nummer, die auf den Fässern steht. Das Militär wartet schon seit Jahren darauf, dass irgendwann eben diese Fässer auftauchen. Und der Plan war, sie durch eine taktische Atombombe auszuschalten. Gesagt, getan. Eine Bombe wird über Louisville abgeworfen und im Anschluss hören wir dann noch die Stimme des Colonel Glover, der erklärt, dass alles nach Plan verlaufen ist. Nur 4 Blocks wurden zerstört, weniger als 4000 Tote und dass der Präsident seinen Besuch in der Nähe wie geplant fortsetzen kann. Parallel dazu sehen wir, wie erneut giftiger Regen die Straßen bedeckt und man hört die Schreie der Untoten. Eine neue Invasion dürfte also bald beginnen und abspannen. Es war so 1989, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte. Das war übrigens mein allererster Zombie-Film überhaupt. Ich war damals gerade 10 Jahre alt und mein Klassenkamerad in der 4. Klasse, Bayram, der jetzt ein bisschen älter war, fragte mich dann irgendwann, hey, Vasili, hast du mal Bock, so einen richtig krassen Scheiß zu sehen? Ich, kleiner Steppke, so, ja klar. Und am nächsten Tag brachte er mir dann die VHS mit, auf der dann drauf stand, verdammt, die Zombies kommen. Also ab nach Hause und am selben Abend zog ich ihn mir dann rein. Und Leute, ich konnte den Film damals echt nicht zu Ende schauen. Der hat mich wirklich absolut fertig gemacht. Und er hat meine junge, unschuldige Seele damals echt komplett gebrochen. Dieses Ereignis, es ist wahrscheinlich Mitschuld dran, dass ich tatsächlich so bis vor 10, 15 Jahren wirklich so etwas wie eine Zombie-Paranoia oder Zombie-Phobie hatte. Obwohl ich jetzt dann auch trotzdem in der Zwischenzeit
aber Dutzende von weiteren Zombie-Filmen geguckt hatte. Ohne Witz, ich kann mich da an eine Szene erinnern, da stehe ich mal abends an irgendeiner verlassenen Selbstbedienungstankstelle und muss die ganze Zeit nur so um mich gucken, ob da nicht irgendwo so ein Viech aus dem Eck gekrochen kommt. Also so schlimm war das, echt jetzt. Ich meine, es war dann die Serie The Walking Dead, die mich irgendwo ein bisschen therapiert hat. Vielleicht durch die wöchentliche Dauerberieselung, keine Ahnung. Jedenfalls zurück zum Film. Return of the Living Dead wird ja gemeinhin als Horrorkomödie bezeichnet. Und ja, es gibt etliche Szenen, die skurril, die absurd und einfach nur albern sind. Aber trotzdem ist der Film insgesamt für mich auch ein echter Schocker. Und ich erkläre euch jetzt warum. Die übliche Regel in einem Zombiefilm lautet: Schieß ihm in den Kopf, zerstör das Gehirn und du bist das Viech los. Aber das funktioniert bei den Zombies hier nicht. Hackst du ihm, wie gesagt, den Kopf ab, jagt dich der Kopf. Hackst du ihm den Arm ab, jagt dich der Arm. Dann haben wir hier in diesem Film eben diesen subtilen Hinweis, dass wenn du stirbst, es trotzdem spürst, also wie du verrottest. Ich meine, schließlich fressen dir dein Gehirn, um den Schmerz zu lindern, dass man tot ist. Und ganz ehrlich, wie böse und makaber ist das denn bitte? Die Zombies hier, die können reden, also sofern ihre Stimmbänder funktionieren. Sie haben ihre Erinnerungen an ihr früheres Leben. Sie können rennen, das gab es also schon in den 80ern, Freunde. Und haben auch ansonsten noch so ziemlich alle motorischen Fähigkeiten eines lebenden Menschen. Im Vergleich zu Romeros Zombies haben wir es hier also meiner Meinung nach mit einer deutlich gefährlicheren Zombie-Subspezies zu tun. Dann hat dieser noch ein paar richtig krasse emotionale Szenen, die mich wirklich mitgenommen haben. Zum Beispiel als Frank sich selbst verbrennt. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich fand das einfach nur so furchtbar traurig, auch mit dieser Musikuntermalung. Oder jetzt wie Freddy seiner Tina am Ende hinterherjagt und ihr ständig sagt, er will ihr Gehirn fressen und dass das die einzige Möglichkeit ist, wie sie wieder zusammen sein können. Besonders ist mir da diese Einstellung im Kopf hängen geblieben, als er jetzt die Luke zum Dachboden aufstößt und das Bild einfriert. Und du hörst nur noch sein Tina, während man gleichzeitig das Pfeifen der Atombombe hört, wie sie gleich einschlägt. Und du weißt da als Zuschauer, niemand wird überleben. Ganz im Gegenteil, es sorgt ja dann eher dafür, dass dieser giftige Regen für noch mehr Untote sorgt, die dann wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit die Erde überrennen können. Also diese Ideen, diese Bilder, für mich persönlich sind die absolut grausam, aber eben auch gleichzeitig brillant und es erzeugt eine richtig nihilistische, bösartige Atmosphäre. Das ist eben das, was jetzt bei mir in allererster Linie ankommt, Freunde. Trotzdem, ja, selbstverständlich, der Film funktioniert auch als Komödie. Vor allem ist das Zusammenspiel zwischen Frank und Freddy, das macht einfach nur einen Ultraspaß. Und es verwundert nicht, dass jetzt die beiden für die Fortsetzung dann auch wieder gecastet wurden. Allerdings für komplett andere Rollen. Alle anderen Darsteller hier in diesem Film sind ebenfalls großartig. Auch, dass jetzt das Punktum hier in diesem Film so ein bisschen auf die Schippe genommen wird, fand ich sehr witzig. Da hast du da jetzt in dieser Einszene Suicide, wie er so gar nicht auf sein Leben klarkommt. Trash versucht ihm derweil an die Wäsche zu gehen und er erklärt ihr nur, hey, wofür trage ich jetzt diese Klamotten? Das ist eine Lebenseinstellung und keiner versteht mich. Herrlichst. Oder eben Leichenbestatter Ernie Kaltenbrunner und der subtile Hinweis, dass er ein geflüchteter Nazi ist, wenn er jetzt mit seiner Pfeife im Mund Soldatenlieder hört und eine Leiche präpariert. Der Film hat außerdem ein fantastisches Pacing. Er drückt jetzt ab Sekunde 1 wirklich voll aufs Gaspedal, also es wird gar keine Zeit verschwendet. Die ganzen Sets hier und auch die ganzen Kostüme und auch das Make-up, die sind so geil 80er, aber eben auf eine extrem rotzig freche Art. Und das Ganze dann eben noch verstärkt durch den wirklich ultra geilen Soundtrack. It's Party Time. Wenn ich jetzt was bemängeln möchte, dann meinetwegen, dass der Film jetzt im Gegensatz zu anderen Vertretern dieses Genres deutlich handzahmer daherkommt. Es gibt zwar einige wirklich blutige Szenen, aber so richtig ausufernde Fressgelage wie jetzt bei den Romero-Filmen oder irgendwelchen anderen italienischen Vertretern, die findet man hier nicht. Und so gesehen ist er vielleicht ein klein wenig mainstreamiger als so manch anderer Zombie-Film. Return of the Living Dead ist für mich persönlich einer der besten Zombie-Filme aller Zeiten. Er funktioniert super als Komödie, die er ja sein will. Aber für mich persönlich hat dieser Film aufgrund der vorhin genannten Punkte, nämlich dass Tod eben nicht Tod bedeutet und du diese Viecher auch nicht töten kannst, einigen wirklichen traurigen Szenen und dass der Film auch kein Happy End hat, etwas extrem fatalistisches, nihilistisches Böses. Er ist jetzt auch bei weitem nicht so grafisch wie so manch anderer Vertreter des Genres aus dieser Zeit, aber gleicht dann das Ganze trotz des nihilistischen Untertons durch eine extrem freche und rotzige Art aus und ergänzt das durch einen Wahnsinns-Score. Ich glaube, davor und auch danach, da gab es nie wieder etwas Vergleichbares. Der Film, er funktioniert als Komödie, er funktioniert als Satire, aber eben auch als waschechter
Albtraum. Jedenfalls für mich persönlich. Und Return of the Living Dead bekommt von mir daher sehr, sehr gute 8 von 10 Punkten. Und nun, meine lieben Freaks, seid ihr dran. Teilt mir mit, wie ihr den Film findet. Lasst uns in den Austausch gehen. Genießt auch gerne weitere Videos von mir. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Adios.